Wenn Sie das Pressepapier lesen und die Anträge lesen, dann wissen Sie ganz klar, wo der Fokus in diesem Jahr war. Das war Energie, das war leistbares Wohnen, das waren die sozialen Themen der Bevölkerung, sei es die Preissteigerungen und so weiter. Und das sieht man auch an den Erfolgen, die wir im Landtag eingefahren haben. Wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2022, muss man leider sagen, die Südtiroler Volkspartei hat den Mittelstand völlig im Regen stehen lassen. Anstatt sich mit den explodierenden Energiekosten, den enormen Wohnungs- und Mietpreisen und der Teuerungswelle auseinanderzusetzen, hat die Volkspartei nichts Besseres zu tun, als sich ihren internen Streitereien hinzugeben. Während Familien, Senioren und Arbeitnehmer mit ihrem Geld nicht mehr bis ans Monatsende kommen, hat der Landeshauptmann andere Probleme. Nämlich, soll ich nicht? Ach, vielleicht mache ich es doch noch für 5 Jahre. Ich bin froh, dass wir Freiheitliche im Südtiroler Landtag die wahren Probleme des Volkes nicht aus den Augen verloren haben. Mit unseren Anträgen und Lösungsvorschlägen haben wir versucht, dem Mittelstand zu helfen und aufgezeigt, wie eine echte Energiepolitik funktionieren könnte. Wenn wir als gewählte Volksvertreter, und das ist nicht ein gefühltes Thema, das wir uns aus den Fingern ziehen, sondern gerade was mich anbelangt, der Großteil der Sprechstunden, die ich im heurigen Jahr absolviert habe, hatten mit diesen Thematiken zu tun. Einwanderung und der Sicherheit. Mütter, deren Kindern auf offener Straße verprügelt und ausgeraubt wurden, Frauen, die mir gesagt haben, sie nehmen an bestimmten Abendveranstaltungen oder an Kursen nicht mehr teil, weil sie sich nicht getrauen, nachts durch Bozen zu gehen und so weiter. Und das sind Dinge, die wir absolut nicht dulden können. Wir bleiben weiterhin bei unserer Forderung, dass die Einwanderung gesteuert werden muss, dass wir, wenn man davon ausgeht, Einwanderer eine Bringschuld haben, dem Aufnahmeland gegenüber, dass wir auch in Sachen Integration strenger werden müssen, denn Integration, wie wir sie bisher erlebt haben, funktioniert nicht immer und nicht überall. Babygangs auf unseren Straßen sind der lebende Beweis dafür. Die in den letzten Jahren stark angestiegenen Wohnungspreise in Südtirol, in manchen Gemeinden bis zu 35%, und auch die überhöhten Mieten in manchen Gemeinden standen immer wieder auf der Tagesordnung der freiheitlichen Politik des letzten Jahres. Wir haben die Landesregierung im letzten Jahr öfters aufgefordert, endlich mutige Schritte zu gehen im Zusammenhang mit leistbarem Wohnen und nicht weiterhin orientierungslos das Ganze nur zu verwalten und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten, um eine Lösung zu finden. Besondere Beharrlichkeit im Zusammenhang mit der Anpassung der Wohnbaupunkte, also Senkung von 23 auf 20 Punkte, können wir uns freiheitlich auf die Fahnen schreiben. Energie, leistbares Wohnen, öffentliche Sicherheit, diese Kernthemen der Freiheitlichen werden und wurden in Südtirol geschätzt. Das hat man bei den Parlamentswahlen gesehen. Die Freiheitlichen sind in vielen Gemeinden zweitstärkste Kraft geworden. Die Autonomiepolitik ist eine riesige Baustelle für unser Land. Wir haben immer wieder Vorschläge gemacht, aber seit 20 Jahren wird unsere Autonomie ausgehöhlt. Und unser Landeshauptmann hat leider nichts anderes zu tun, als bei jeder Gelegenheit die Autonomie über den Klee zu loben und als mustergültig darzustellen, während es in Wirklichkeit so ist, dass wir in vielen Bereichen, die fürs Land sehr wichtig sind, keine Entscheidungsbefugnisse mehr haben. Es bleibt zu wünschen, dass in diesem Bereich auch eine Wende stattfindet, denn Südtirol kann nur dann wirklich erfolgreich in die Zukunft blicken, wenn wir in Kernbereichen selber unsere Politik bestimmen können. Wir werden die Landesregierung weiterhin ständig damit konfrontieren und immer wieder mit Vorschlägen auseinandersetzen, die sie, wenn sie sie auch ablehnen müssen, weil sie keinen demokratischen Austausch zulassen, aber dann selber übernehmen müssen, wie es heuer ganz, ganz oft geschehen ist. Ich wünsche mir auch, dass dieses Land nächstes Jahr neue Politiker bekommt. Politiker, die nicht Showpolitik machen und den Leuten irgendetwas vormachen. Denn ich merke es, wie oft hier einfach nur über Sachen gesprochen wird, wo wir entweder keine Zuständigkeit haben, dann kann man zwar eine Meinung dazu haben, aber man darf nicht
den Leuten vormachen, etwas verändern zu können, was man gar nicht in der Lage ist. Und ich wünsche mir, dass hier wirklich ein neuer Stil einkehrt und Politiker, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, die auch Parteien nicht so wichtig nehmen, sondern die Anliegen der Bürger und die Interessen dieses Landes.